Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Heute am Mittwoch und ich freue mich sehr, dass ich Besuch habe. Ein guter alter Bekannter, kann man ja nicht sagen. Ein guter Bekannter inzwischen tatsächlich mit einer ganz, ganz langen Anfahrt. Er kommt aus Ulm. Mike van Heik, hallo. Ja, hallo Michael. Wir sehen uns wieder. Ja, da freue ich mich wirklich sehr. Besprechung in Berlin, das habe ich gelesen bei Facebook. Habe ich gedacht, da musst du unbedingt bei mir vorbeikommen. Jetzt quatschen wir mal miteinander, weil es gibt ganz viel Neues. Kürzlich bist du bei uns im Interview gefallen. Ja. Hast du es zufällig gehört, als ja. Michael Fischer hier war? Ja, da, das, also es hat mich sehr gefreut. Also wirklich, also ich habe das alles verfolgt von A bis Z. Ah, okay. Und ich muss wirklich sagen, ich kann es gleich an euch beiden nur zurückgeben. Er ist ein Pfundskerle. Ja. Und wie gesagt, er wohnt ja bei mir um die Ecke, deswegen... Ja. Sehr sympathischer. So, und dein neuer Produzent, und deswegen denke ich, ist es auch in deinem Interesse, ja. Wenn wir jetzt sagen, jetzt hören wir erstmal Michael Fischer, wollen wir? Richtig. So. Auf jeden Fall ein Song von Michael Fischer. So, hast du schon mal im Radio moderiert? Nein. Möchtest du mal? Ja. Du hast jetzt die Gelegenheit, ja, du musst vorher sagen, wie der Sender heißt, dazu den Claim, wie man das nennt, also du musst sagen, hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio, wir spielen jetzt für Sie. Ja, kannst du jetzt mit ganz viel Gefühl machen. Hallo, hier ist Radio B2. Wir spielen jetzt für Sie von Michael Fischer. Ja, das neueste mehr Lied. Mehr als mein Leben. Mehr als mein Leben zum Beispiel, genau. Diese Liebeserklärung. Nicht vergessen darfst du, dass wir Deutschland Schlagerradio sind. Ah, wir üben es nochmal. Bitte sehr. Hallo, hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio Nummer 1. Und wir spielen jetzt für Sie von Michael Fischer Mehr als mein Leben. Viel Spaß dabei. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Michael Fischer haben wir gehört, den Sohn von Helene Fischer, das habe ich ja lustigerweise dort gemacht. Es gab wirklich Diskussionen, um Gottes Willen, was erzählen Sie denn da? Helene hat doch gar kein Kind und so weiter und so weiter. Die Mutti von Michael Fischer heißt Helene Fischer. Richtig. Ich habe am Anfang, wo ich das mitbekommen habe, habe ich auch gesagt, hä? Michael, ja. Dein Ernst? Ja. Das ist ja Zufall hoch 10. Dann sagt er, nee, Mike, meine Mama heißt Helene Fischer. Ja. Und ich so, Hammer. Was für eine großartige Frau übrigens auch, ja, eine ganz warmherzige auch. Frau. Hast du sie kennengelernt, ja, im Studio? Ja, habe ich auch schon im Studio kennengelernt. Also wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ganze Familie, seine Frau, seine Kinder, alle sehr sympathische so. Menschen. Also jetzt genug Lob für Michael Fischer, der war schon zu Gast. Jetzt reden wir über Familie Mike van Heik. Und wenn ich sage Familie Mike van Heik, wir haben uns ja seitdem, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Du bist ja verheiratet inzwischen. Ja, ich bin jetzt seit genau... bisschen mehr als einem Jahr verheiratet. Da haben wir uns lange nicht gesehen, merke ich gerade. Viel zu lange. Viel zu lange. Viel Wie zu war lange. Die Hochzeit? Schön? Hochzeit war insgesamt schön. Zum Glück, wir hatten gutes Wetter damals. Ja. Es war der einzigste Sonntag in dieser Woche und es war super. Ja. Ich würde es nochmal machen. Ja, okay. Musst du aber nicht. Aber mit der gleichen Frau natürlich. Ach so, gut. Mit der gleichen Frau kann man das ja nach 25 Jahren nochmal... Tue ich es erneuern. So, genau. Aber du hast ja damals auch berichtet über den Heiratsantrag. Du bist ja wirklich so ein totaler Romantiker, ne? Ja, also ich muss wirklich, und das kann ich wirklich von mir sagen, ich bin ein sehr romantischer, bodenständiger Mensch. Ja. Und mein Heiratsantrag, habe ich immer gesagt, der muss so richtig... wie normal jeder Heiratsantrag aus vollem Herzen kommen. Ja. Und ich musste da schön mit Blumen, mit Teelichtchen und alles. Bei mir war es im Prinzip fast genauso wie bei Michael, ja. Nur habe ich es nicht in einem Hotel gemacht, sondern in meinem Friseursalon, da ich ja, ja. da meine Frau kennengelernt habe. Ja, und das ist die große Liebe geworden, das ist auch gut so. Wir hören ja. dich jetzt erstmal singen. Ja. Und das Thema Friseursalon, ich sage immer Salon, Salon, sagst du immer, das klingt immer so schön bei dir. Salon. Ja, wunderbar. Ah. Also das Thema müssen wir unbedingt nochmal vertiefen. Wie heißt er genau? Salon Herlounge. Herlounge. So, reden wir jetzt. Jetzt erstmal hören wir ihn als Sänger, Mike van Heik. Radio B2. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Original und Schlager. Mike van Heik ist heute hier bei uns. Und wir haben gesagt, diese zwei Standbeine, das pendelst du ja immer so ein bisschen aus in deinem Leben. Du bist auf der einen Seite der Friseurmeister. Ja. Auf der anderen Seite bist du natürlich, brennst für den Gesang und für ja. die Musik. Beides würde dir fehlen, wenn es nicht mehr da wäre. Definitiv. Ich sage immer, ich brauche meine Schere und mein Mikrofon. Mhm. Also ich bin auch froh, dass ich beides so zielstrebig verfolgen kann und dass ich beides unter einen Hut bekomme. Es ist zwar nicht immer leicht, es ist manchmal ein bisschen schwer, aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und
ich brauche einfach beides und deswegen bin ich sehr froh, dass ich von meinem Alltag als Friseur den Ausgleich habe, die Musik, und andersrum genauso. Deswegen, ich brauche einfach beides. Ja, jetzt habe ich kürzlich gesehen, bei Facebook habe ich sehr gelacht, Fans von Radio B2 aus Berlin-Brandenburg tauchten plötzlich bei dir in Neu-Ulm auf, standen vor der Tür und haben gesagt, machen Sie uns mal die Haare, Herr Van Heik. Ich war so geblättet. Ich habe gewusst, dass sie in dem Zeitraum in Kralsheim ist, aber dass sie hat mich ja schon mal besucht, ich glaube letztes Jahr, und diesmal waren sie ja zu dritt und ich nur, boah. Und dann haben wir natürlich geredet, wie es in Berlin so ist und alles. Also ich muss wirklich sagen, sehr sympathisch. Mich hat es sehr gefreut. Ich habe während meiner Kundin, wo ich da gleichzeitig gemacht habe, habe ich noch mit allen drei geredet. Meine Kundin kurz, habe ich gesagt, du, sorry, ich sehe sie nicht so oft. Habe ich gesagt, meine Kundin so, ja, passt schon, kannst ja nebenher quatschen. Dann habe ich hier Haare geschnitten, ein bisschen gefärbt noch und hier mich unterhalten. Okay, aber gesungen hast du nicht? Nein. Okay. Wollte jetzt schon sagen, Gott sei Dank, aber ich meine, Multitasking ist auch so eine Geschichte, die uns immer unterstellt wird allen, aber da, das ist schon sehr schwierig. Man soll eins richtig machen in dem Moment. Wir reden heute weiter, weil es gibt ja die aktuelle Single, die wir spielen wollen. Außerdem gibt es Hamburg, es gibt eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Sie bleiben unbedingt bei uns. Ich bin sehr, sehr neugierig. Du ahnst, welche Frage. Ja. Sie bleiben bitte bei uns. Unser Gast heute ist Mike Van Heik. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Guck mal, es ist heute noch so ein warmer Tag. Warte, also ja, ich glaube 37 Grad heute. Wahnsinn, ne? Viel zu heiß für mich. Es ist viel zu heiß, war mal ein Lied. Genau. Gut, jetzt wollen wir, Mike Van Heik, über dich reden und über diesen großen Erfolg, den du hattest in Hamburg beim Schlagermove. Wow. Was war da los? Also im Prinzip, es war sensationell. Wir kamen am Freitag an und waren beim Soundcheck. Dann haben wir die Moderatorin von Gute Laune TV gefragt, ja, wie viele Leute kommen so, Pi mal Daumen. Dann sagt sie zu uns, ja, sie schätzt am Freitag 500. Ja. Und nicht so, okay, ist aber ein Zelt, wo circa 15.000 reinpassen. Ja. Dann war ich dran um 8:45. Ja. Und dann standen da, ich schätze mal, circa 8.000 bis 10.000 und nicht nur. Oh. Und dann, wo ich dann, ich habe die Zeit verflucht und geboren, um dich zu lieben und über sieben Brücken gesungen habe, war ich sprachlos. Ja. Und ich bin selten sprachlos. Ja, aber in diesem Moment war ich wirklich sprachlos. Und als dann sprich schön ins Mikro rein. Als dann circa um 24 Uhr die Verkündung kam, wer den ersten Platz gemacht hat. Und dann kommt erster Platz. Dieses Jahr Schlagermove 2018. Mike Van Heik, und nicht nur. Hö! Dann habe ich mich erstmal umgedreht und habe gleich zur Frau und zur Familie geschaut. Und nicht nur, ich war geblättet. Und dann durften wir ja am Samstag nochmal auf die Bühne. Da waren es dann circa 15.000 Menschen. Ja. Mit Bernhard Brink, Klaus und Klaus, die Jungs, Wind war dabei. Also es war für mich ein Mega-Erlebnis. Und dann waren wir natürlich noch auf dem Truck. Gigantisch. Also dieses Wochenende werde ich nie vergessen. Schlagermove in Hamburg war übrigens eine Parallelveranstaltung zum Radio B2 Schlagerhammer. Richtig. Und wenn du so weitermachst, vielleicht bist du da auch eines Tages mit dabei. Da waren 25.000 Menschen. Richtig, also an mir soll es nicht scheitern. Ja. Also, wir hören jetzt diesen Siegertitel, ja, diesen Titel von Michael Fischer. Ich habe die Zeit verflucht, tolle Nummer. Und es gibt noch ein bisschen was zu klären. Bleiben Sie bitte bei uns, Mike Van Heik, hier zu Gast bei Radio B2. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. So, jetzt kann ich nur eine Runde reden. Jetzt müssen wir reden über das Lied Geboren, um dich zu lieben. Ja, da kam der Aufruf von dir, Leute, Freunde der Nacht, wer hat ein Halbplayback von diesem Titel? Ich dachte, ich saß doch hier mit DJ Ötzi, habe über dieses Lied geredet, gab es ja auch später als Duett mit Nick P. zusammen. Und der Gary sagte, ja, das ist ein Lied, eine Empfindung für meine Tochter, Liebeslied. Habe ich den Text daraufhin genau gehört, habe ich gesagt, ja, das ist tatsächlich ein Liebeslied für ein Kind. Warum will Mike Van Heik dieses Lied haben? Und da habe ich geschrieben, kann man gratulieren? Und da hast du nur geschrieben, ja. Was ist los?
Ja, also eigentlich ist es alles sehr entspannt. Du bist schwanger? Nein. 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 Aber deine Frau? Nein. Nein? Nein. Ach, ich dachte, jetzt kann ich hier mal der Welt verkünden, dass Mike van Heik Vater wird. Nein. Wie bist du auf das Lied gekommen? Willst du es wirklich wissen, für was ich das gebraucht habe? Ja. Für Hamburg. Ja. Und weil ich hatte zwar ein Playback von dem Song, aber der hatte nicht so viel Druck. Ja. Und der erste, wo mir 2 Minuten nach Post geschrieben hat oder mir sofort geschickt hat, war Michael Fischer. Ja. Michael Fischer gleich so, hier, Mike hasst es. Ja. Aber ich sag's dir auch ehrlich, ich habe vor, oder ich und meine Frau, das verkünde ich hier auch zum ersten Mal dann, Ende von nächstes Jahr, okay. Mitte, Ende nächstes Jahr, dass wir da gehen wir das Kapitel mal an, sage ich jetzt mal. Okay. Also du weißt, wie es funktioniert? Ich glaube, ich weiß es, ich glaube. Ich gebe mein Bestes, ich versuch's. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Ich dachte, ich könnte jetzt der Radio B2-Welt verkünden, dass ein Kind unterwegs ist. Also ich weiß es nicht. Also. Aber wenn du weißt, wie es geht, ist ja schon ganz gut. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß dabei. Grüß bitte deine liebe Frau. Vielen Dank für das Gespräch. Unser Danke. Gast heute bei Radio B2. Geboren, um dich zu lieben. Toller Song. Ja. Mike van Heik. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio.